Liebe Rapid-Fans, heute ist der 6. Tag in Belek. Wie ihr wisst, glaube ich, sind Männer nicht die ordentlichsten Personen auf der Welt. Und ja, jetzt werden wir uns ein paar Zimmer mal anschauen und mal schauen, wie ordentlich das eine oder andere Zimmer noch ist. Schauen wir mal, was wir so sehen. Ja, jetzt geht's los. Jetzt schauen wir auf zu den Zimmern und werden einmal die Jungs kontrollieren, wie ordentlich oder unordentlich sie sind. Let's go! Schauen wir, ob oben einer ist. Doch, der gekommen. Rüdi darf sich nicht so schnell bewegen. Ich weiß, es ist schwer für dich, aber das brauchen wir. Kamera, bin ich nicht so schnell. Wir sind im dritten Stock zu Hause. Schauen wir das mal da. So, also mich sieht man nicht ganz so gut, aber ist eh besser. Ist der schönere von uns zwei. So, also. Das ist jetzt die dritte Etage. Da sind, da links sind beide Frühling und Wiederhahn. Also bei mir alter Spieler, dass ich nicht mehr so weite Wege habe. Die jüngeren Spieler, die sind eher ein bisschen weiter hinten, die brauchen das eh noch. Da haben wir das Wagerl. Man kann ja nicht wissen, was da jetzt auf uns zukommt. Da sind wir, oder? Wenn wir Zimmer Nummer 1 kontrollieren, wo ich weiß, das ist nochmal sehr, sehr schmutzig. Ja, Martin Mormann und Niklas Hedl. Guten Morgen. Bitte mal Licht aufdrehen, alles, ja. Ich weiß, es ist schwer, Mundi. Wir haben da Zimmerservice, wir übernehmen das jetzt. Molly, bitte Leiberl anziehen, ja. Ja, passt. Eins unserer Lieblingszimmer hier, für uns persönlich. Machst du unser Bett. Also, ich glaube, das ist schon mal ein super Zimmer zum Anfangen, wie man sieht. Ja, ja. Hirschen. Bei uns hat in der Früh keinen Zimmerservice. Ah, okay. Ja. Also, ist jeden Tag schaut es nicht so aus, oder was? Nein, das ist auch. Wer ist denn bei euch zwar der Chef da eigentlich im Zimmer? Wer hat da die Hosen an? Schwierig. Ich glaube, wir sind da ganz konträre Typen, was das angeht. Aber ihr versteht euch sehr gut, ja, nehme ich an, gell? So wie man das immer mitkriegt im Trainingslager. Das auf jeden Fall. Ich glaube, die hintere Seite gehört in Mundi. Das sieht man ja eher ein bisschen unordentlich, würde ich sagen. Ja, ich habe da meine Ordnung drinnen, würde ich sagen. Ich weiß ganz genau, wo ich hingehen muss, was ich brauche. Eine komplette. Meine Trainingssachen sind hier. Ja. Das Problem ist, ich kann meine Sachen nirgendwo reingeben, weil da Mr. Mormann überall. Hier haben wir die Shop-Apotheke, glaube ich. Ja. Kann man Molly online bestellen. Molly auch der einzige Spieler in der Mannschaft, der seine eigene Trinkflasche hat mit eigener Trikotnummer noch drauf. Mixle ich dann später noch was, ja. Hast du das dabei? Die habe ich leider nicht auftreiben können, aber ja, ich werde mich schlau machen, wo die ganzen Bademäntel oder sonstige Sachen sind. Eine wichtige Frage hatte ich noch an euch zwei. Was ist eure Morgenroutine, wenn ihr munter werdet? Was macht ihr als erstes? Kuscheln. Na, ich würde sagen, ich würde aufs Handy schauen und der Molly, glaube ich, mixt sich da einen Cocktail. Ja, bei mir ist auch das Handy und dann starte ich den Tag mit meinem ersten Frühstück. Und was ist das dann genau? Ja, ein paar Tabletten, ein paar Pulver. Weil wenn ihr keinen Service des Zimmer gehabt habt, ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Ja, danke, super Zimmer, du. Bis, ja, später. Danke. Dankeschön. Danke für den Besuch. Ciao, ciao, danke, ja. Alles Gute weiterhin. Oi, oi. Head of Performance haben wir da. Und jetzt können wir uns vielleicht die Tormann-Tipps abholen. Hallo, Herr Torhüter. Hallo, grüß. Immer hart arbeitet. Immer hart am Arbeiten hier, der Krüli. Gefällt mir. Brauchen Sie eine Fußbodenwäsche oder sonstige neue Handtücher oder irgendwas? Das schaut hier sehr ordentlich aus. Also wir sind hier beim Pauli Gartler und beim Christoph Knass Müllner, der, wie man sieht, einfach ein Vollprofi ist, weil er jetzt schon wieder in der Mittagspause zwischen den Trainings regeneriert. Also wir haben euch jetzt bei der Mittagsruhe gestört. Ganz genau. Ja. Wir schauen uns gerade die Story noch an und werden schlafen. Also, gute Nachtruhe und bis später. Ciao, ciao. Ja, gerne, mach mal das Licht aus. Alles, was du willst. Jawohl. Gute Nacht. Da haben wir wieder den Head of Performance und Athletics. Dann haben wir da jetzt gleich das nächste Zimmer. Ich glaube, da haben wir auch ein sehr spannendes Zimmer. Hey. Good morning, sir. Ach, good morning. You need to give our room cleaning?
Yeah, please. Can I turn up the light a little bit? Yeah, of course. Because everybody wants to see how beautiful you are. Yeah. Und für unsere Fans auf Pferde hat momentan einen sehr schönen Bart. Jeden Tag ein bisschen kommt ein bisschen was weg. Everybody see my beard. Yes. Every time it's different. Yeah, it's. But it's really ugly, and I know it. You look amazing. Yeah? Yeah, yeah. Ah, thanks. You're welcome. Okay. Ah, and I do it every time there. Here? Yeah, yeah, yeah. Oh, yes. Yeah, yeah. Not bad. Yeah. Every day, yeah? Every day. Here in training camp? Ah, it looks like a real professional. Oh, yeah. I can see already. I'm alone. Yeah, really we were talking looks before crazy, already. Yeah. Can you tell us, for us and for the fans, why are you sleeping alone? Because you're... I think it's about... Huh? Yeah, he's like a cow in the night. It's serious, it's unbelievable. I was sleeping with him one time and I cannot sleep in the night. It was the worst night ever when I sleep with him. Very clean room. And it's very nice. Top. Thank you for coming Thank in you. My room. Thanks for letting us in. Yeah, no problem. Yeah. Good night. Yeah. Have a good lunch break. Very, very good. See you later. Jetzt gehen wir zum Dejan Petrovic und Dragoljub Savic. Also für mich auch ein Highlight-Zimmer. Also wir müssen nur wissen, welche Zimmer das man da hat. Die sind hier rechts, vis-à-vis von uns zwei. Jawohl. Da kenne ich mich aus, weil bei denen war ich schon öfters bored. Da läuten wir an. Die werden jetzt wahrscheinlich auch nicht so glücklich sein über unseren Besuch, weil die zwei sind auch immer welche, die mittags gerne schlafen. Die sind beide noch sehr jung da. Und die schlafen so wie die kennen. Sind auch richtige Vollprofis. Ja, Savic! Spielen auch immer sehr, sehr viel PlayStation, FIFA. Also die sind wahrscheinlich auch wieder. Ich bin ins Bett gegangen gestern, die zwei. Wer ist der zweite? Petrovic. Petrovic. Slowenische Nationalspieler, also. Slowene! Ganz viel Qualität in dem Zimmer. Dragoljub Savic natürlich auch ein ganz besonderer Kandidat in unserer Mannschaft. Drago, ich habe mein Handy bei dir gelassen. Ja. Da ist er, schau. Ist Zimmer im anderen. Na, ist passt dir auch, oder? Ja, passt. Super. Drago, so wie wir die Jugos auch kennen, natürlich immer alle auf einem Fleck. Jungs, da ist ein bisschen stressig, okay? Das ist immer das Gleiche hier. Drago, mach so ein bisschen Licht für unsere Zuschauer, dass alle sehen, dass du der schönste Spieler bist in der Mannschaft. Nein. Drago, wer spielt gerade? Du gegen Bär, ja? Ja, Deki und ich gegen Bär oder? Ah, 2 gegen 2? Ja. Wer führt? Du nicht, ja? Und sonst, wie verbringt ihr sonst immer eure Mittagspause? Immer mit FIFA oder? Nein. Schlafen. Oh, seid ihr Vollprofis? Spazieren, Bruder. Spazieren, wohin? Am Meer ein bisschen? Ja, ja. Wie viele Längen bist du schon im Meer geschwommen? Bruder, ich weiß einmal. Einmal hin zurück. Aber kannst du schwimmen, Drago? Nein, Bruder. Nur bis Füße. Nur bis Füße im Meer. Na, nur Beine, Bruder, weißt du, Regeneration und sowas. Ja! Aber noch ein Tor zum Abschluss. So, also wenn Drago ein Tor schießt. Jetzt machen wir wieder und wir wissen, wer ist beste FIFA in FIFA. Du wer ist beste Spieler in FIFA? Du, oder was? Ja. Oder hast du einfach nur Glück gehabt, ne? Nein. Schau, okay. 3-1 für okay. uns. Dann viel Spaß noch, Bratkos. Danke. Schöne danke. Pause. Wir sehen uns dann beim Training. Ja? Beide, ciao. Aufpassen. So, jetzt übernehme ich die Kameraführung. Jetzt werden wir mal in Wimmer Hedin auftragen, die Zimmer aus Säubern. Und genau, das ist das, was ich tagtäglich hier mache. Wie man sieht, da sind wir schon sehr oft dran. Bagger ist ein bisschen kaputt sogar. Aber wir werden jetzt mal schauen, brauchen wir dann noch so viel Zimmer finden. Aus Celnik und Zimmermann ist hier irgendwo. Da müssen wir ja auch was einmal anklopfen. Klopfen wir mal an. Aber ich bin mir nicht sicher. Zimmerservice! Ja, da sind wir doch. Willkommen. Willkommen, wir haben einen Zimmerservice hier. Ja. Hast du noch einen Zimmerpartner hier bei dir oder seid ihr am Schlafen? Wir sind da. Das Zimmer von Servus Grüne.
Servus. Bernie Ungar und Leon Schuster. Normal ein sehr sauberes Zimmer vom Gefühl her. Na, kommt rein. Müssen wir da überhaupt was reinfahren oder habt ihr schon alles? Wäsche ist schon weg. Wäsche ist weg. Schauen wir mal durch. Ja. Bisschen Licht an. Ja, Licht wäre ganz gut. Kann ich auch sehen. Schaut alles sehr sauber aus. Aus unserer Mannschaft muss man sagen, wie man sieht, wird da immer gerne. Immer gelernt, immer weitergebildet. Was macht's denn am meisten, wenn ihr im Zimmer seid? Basketball schauen oder? Ja, Basketball ist sehr. Musik hören. Musik hören, Basketball ist sehr, sehr hoch oben bei uns. Der Leon schreibt seine Bachelorarbeit gerade, also das haben wir schon beschäftigt. Sehr, sehr gut. Perfekt. Na gut, dann lassen wir euch weiter lernen. Dankeschön. Dankeschön fürs Reinlassen. Ja, gerne. Wir sehen uns später im Training. So ist es. So, haben wir uns einmal weiter auf den Weg da. Sollen wir immer dann noch finden. Ganz auswendig wissen wir es nicht, wo wir anklopfen müssen oder bei wem wir anklopfen wollen. Da haben wir einen König, aber er flüchtet. Der flüchtet vom Zimmerservice. Normalerweise liebt er die Kamera, aber jetzt ganz schnell weg. Zimmerservice. Maybe we have to call Koschelnik? Yes, very good idea. Kostschuh und Zimmer ist auch ein super Zimmer. Schauen wir mal, wo die sind. Ja, you bro. Da ist doch das Zimmer. Show again. Also, wir wissen, warum die nicht da sind. Die zwei sind am Billardspielen. Dadurch, dass da Wäsche liegt und das Zimmer nicht besetzt ist gerade, werden wir uns auf den Weg zu unserem Zeugwart machen. Der sich, glaube ich, schon sehr, sehr viel geärgert hat mit uns. Ja, viel. Aber wer hat das nicht? Na, schauen wir mal hier, da haben wir das Massagezimmer im Bertel. Wir strahlt. So, schauen wir mal durch eine. Schauen wir mal rein kurz. Oder schauen wir rein auch noch. Guten Tag. Das geht. Hallo. Sehen wir gerade Bertel schon wieder am Vorbereiten fürs Training, wie immer. Und fleißig. Da haben wir unsere CK-Messungen. Jeden Tag in der Früh wird da den Finger gestochen, damit man sehen kann, wie erschöpft wir alle sind oder wie frisch wir sind, damit die Trainer, vor allem die Fitness-Trainer, dann einschätzen können, was wir genau trainieren müssen. Und jetzt haben wir auch in Volti da den nächsten Physio. Und der Kühni ist da, gerade noch von uns geflüchtet. Aber jetzt haben wir ihn erwischt. Servus. Der König ist auch gelandet in der Türkei. Hat sich ein paar Tage extra rausgenommen. Direkt beim Physio. Und ja, braucht eine Massage, dass er ins Training kommen kann dann. Ja. Und ja, da sieht man das ganze Equipment, was die Physios und Masseure alles brauchen. Da wird immer hart gearbeitet und die Spieler gepflegt und wieder hergestellt. Na gut, dann lassen wir euch in Ruhe arbeiten und verlassen wieder das Zimmer. Ciao. Bertel war schon wieder geflüchtet. Und jetzt kommt der wohl wertvollste Raum. Weil sonst wird kein Training wahrscheinlich stattfinden. Gille! Wir müssten uns irgendwo neue Sachen kaufen. Der ist aber auch gefährdet, dass er in der Mittagspause entweder am Meer ist oder es gibt auch eine Bowlingbahn, Billardtische gibt's und ein Basketballgerät oder was ist das, Automat. Da ist der Gille. Selbst gestern um 11 am Abend war er noch dort. Aber müssen wir vielleicht auch kurz einmal anrufen. Aber so ist das bei unserem Zeugwart. Also immer wenn du ihn brauchst, genau dann ist er nicht da. Also ist jetzt weniger überraschend. Klingel. Gille! Also der ist sicher am Meer, so wie ich den kenne. Sonnenbrille, T-Shirt aus, Vitamin D rein. Er hebt leider nicht ab, aber ich glaube... Müssen wir später nochmal vorbeischauen, weil das ist auf jeden Fall ein Zimmer, das wir sehen müssen.